In den USA ist heute Feiertag, Martin Luther King Day. Und das bedeutet normalerweise, dass in Europa die Märkte ab 10.30 Uhr spätestens komplett hirntot sind, als sie sich nichts mehr tut. Dementsprechend dürften wir einen ruhigen Auftakt in diese Woche erleben. Aber ich denke, das wird nicht so bleiben, denn da kommt das nächste große Ding in dieser Woche. Und dieses große Ding wollen wir uns mal anschauen. Wir haben ja gesehen, dass die Berichtssaison begonnen hat in den USA. In dieser Woche werden auch einige Unternehmen melden, aber eher so aus der zweiten Reihe. Nicht so wirklich die ganz großen Dickfische, auf die man achtet. Aber etwas anderes wird die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen, nämlich das, was Janet Yellen jetzt kürzlich kundgetan hat, die US-Finanzministerin. Die USA werden am Donnerstag die Schuldenobergrenze erreichen, Debt Limit. Und das wird bedeuten, dass da eine regelrechte politische Schlammschlacht auf uns zukommt. Am Donnerstag müssen also, oder ab Donnerstag müssen also im Prinzip Regierungszahlungen eingestellt werden. Dann müssen sich die Parteien einigen, entweder diese Schuldenobergrenze weiter anzuheben oder komplett abzuschaffen. Dieses politische Theater haben wir schon so oft erlebt, aber es wird sich jetzt diesmal wiederholen. Und diesmal sind wir in einer Situation, wo die Mehrheitsverhältnisse extrem knapp sind, sowohl im Senat als auch im US-Repräsentantenhaus einerseits, und andererseits die Republikaner in sich schon sehr gespalten sind. Das hat man jetzt gemerkt bei der praktisch desaströsen Wahl von McCarthy zum Sprecher des Abgeordnetenhauses in extrem vielen Wahlgängen. Da gibt es ja eine Opposition, Pro-Trump-Anhänger könnte man sagen, die McCarthy nicht wählen wollten. Der musste riesige Zugeständnisse machen. Aber das wird ein Riesending, weil die Republikaner, wie gesagt, in sich gespalten sind und beide Parteien völlig unterschiedliche Vorstellungen über diese Geschichte haben. Welche Ausgaben sollten denn jetzt eingegrenzt werden? Und da damit zu rechnen ist, dass man es nicht schaffen wird, die Schuldengrenze rechtzeitig anzuheben, respektive komplett abzuschaffen, haben die Republikaner unter McCarthy jetzt mal einen Vorschlag gemacht und gesagt, naja, also wir haben schon mal überlegt, welche Zahlungen jetzt noch passieren. Wir werden zum Beispiel Veteranen bezahlen, wir wollen, dass das Militär weiter bezahlt wird und wir wollen unsere Anleihegläubiger weiter auszahlen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn würde das nicht passieren, dann könnte das wieder, wie schon zuletzt einmal bei diesem ganzen Hickhack um die Schuldenobergrenze, zu einer Abstufung der USA führen. Die Demokraten dagegen sagen, also bevor wir jetzt hier irgendwelche ausländischen Anleihegläubiger, das sind ja Chinesen, Japaner, auch andere, aber auf jeden Fall meistens eben auch Ausländer, bevor wir die jetzt bedienen, da bedienen wir doch unsere eigenen Leute, denen es schlecht geht etc. Das dürfte die große Konfliktlinie sein. Was passiert, wie passiert es? Ab Donnerstag, wie gesagt, wird diese Schlacht dann richtig heiß, auch wenn wir jetzt erstmal ruhig in diese Woche starten. Übergeordnet sehen wir jetzt wieder absolutes FOMO, Fear of Missing Out. Der Boden ist gefunden, so die These. Wir sehen Bitcoin steigen, wir sehen Meme-Schrott steigen, wir sehen die Aktienmärkte steigen, also nichts, was nicht gestiegen wäre. Und wir sehen das, oder das ist ein wunderbarer Indikator für das, was da läuft, sehen wir die Daily Options, also kurzlaufende Optionen, All-Time-High in der letzten Woche. Bed Bath Beyond, Carvana, Bitcoin oder wie sie auch alle heißen, da werden Optionen teilweise extrem kurzfristig gekauft, und hier sieht man dieses Volumen, wie das jetzt wieder ansteigt. Wir haben wieder so eine Situation, die wir schon so oft hatten jetzt innerhalb dieser Bärenmarkt-Rallys, nämlich der Glaube, die Fed ist bald fertig, da wird nicht mehr viel passieren, die Fed muss umsteuern, dementsprechend gehen wir schon mal long, weil der Boden gefunden ist. Das sagt zum Beispiel auch Ed Yardeni, der von einem jungen Bullenmarkt spricht, sehr anerkannter Analyst in den USA, der täglich Daten erhebt auf einer sehr, sehr guten Seite. Jetzt sind wir wieder am 200-Tages-Durchschnitt bei der 4000er-Marke. Das ist so eine neuralgische Zone, und wir sehen, der ökonomische Optimismus nimmt zu. Unten sehen Sie mal Artikel
mit dem Begriff Soft Landing, also weiche Landung der Wirtschaft, das geht deutlich nach oben. Wir sehen die Financial Conditions, die Änderung der Financial Conditions im oberen Chart. Das geht nach unten, das heißt die Finanzkonditionen, die Financial Conditions werden wieder deutlich lockerer. Und in Sachen Soft Landing sehen wir auch hier, dass derzeit normalerweise oder dass wir derzeit ein Price-Earnings-Ratio von 19,4 haben, das ist historisch gesehen ziemlich sportlich, ziemlich teuer, muss man sagen, und setzt voraus, dass wir mindestens ein Soft Landing bekommen. Würden wir eine Rezession sehen in den USA, dann wäre das massiv zu teuer. Normalerweise sehen wir in Bärenmärkten dann einen Boden so im Bereich 11,7, was die Price-Earnings-Ratio betrifft. In diesem Bärenmarkt waren wir bei 14 im Tief. Dennoch gehen alle davon aus, dass wir, oder viele, dass wir den Boden gesehen haben. Gleichwohl sagt man ja, wir werden eine Earnings Contraction sehen, also praktisch deutlich schwächere Earnings, die dürften negativ werden. Im dritten Quartal waren wir noch ganz knapp über der Nullerlinie. Hier dürften jetzt also die Gewinne schrumpfen in diesem Quartal. Hier unten sehen wir mal den S&P 500 an der 200-Tages-Linie. Da waren wir schon öfter. Gelingt diesmal der Ausbruch? Wir werden sehen, aber in Sachen Bewertung sehen wir hier nochmal etwa zu eine Apple, die zwar gefallen ist oder deren Kurs zwar in den letzten Wochen übergeordnet gefallen ist, aber man ist immer noch so teuer wie selten in der Geschichte. Wir haben praktisch jetzt eine Bewertung EV to Sales zweimal. Also das ist übergeordnet extrem teuer, was da immer noch der Fall ist, trotz eines gewissen Auspreisens auch bei Apple, wenngleich die sich noch mit am besten gehalten hat von diesen großen Tech-Aktien. Und das ist das große Thema aus meiner Sicht an den Märkten, die Differenz zwischen der Fed und den Märkten, dieses Game of Chicken, Chicken Game. Wer weicht aus, wer hat recht? Die Fed will nicht, dass diese Geschichte weiter nach oben läuft, weil sonst sich die Finanzkonditionen lockern, damit die Nachfrage hoch bleibt, damit die Inflation sich verstetigt. Und wir sehen hier, die Financial Conditions sind immer laxer geworden jetzt mit der Rallye der Aktienmärkte einerseits, mit der Rallye von Anleihen. Die Renditen sind also gefallen, das lockert die Finanzkonditionen. Oben sehen wir das, was die Fed vorhat, nämlich die Zinsen über der Marke von 5% zu halten. Die Märkte sagen, nein, nein, ihr werdet sie schon im Oktober in Richtung 4% gesenkt haben. Also ihr beginnt dann schon ab Herbst die Zinsen zu senken. Die Fed sagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Und so ist eben jetzt nicht nur dieser Kampf Fed gegen Märkte oder Märkte gegen die Fed, sondern Bullen gegen Bären. Unten sehen wir mal einen kurzfristigen Chart, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter. Würde kurzfristig für weiter steigende Kurse sprechen, übergeordnet. Größeres Zeitfenster sehen wir den obigen Chart. Nach wie vor intakte Schulterformation würde dafür sprechen, dass wir vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen, aber dann nach unten gehen. Hier sehen wir das auch nochmal oben in diesem Chart von Ron Walker. 60-Minuten-Chart oben der RSI, wenn Sie da mal gucken. Da sind wir auf dem Weg zu einer negativen Divergenz. Wir können noch weiter nach oben, etwa das 78,6er Retracement bei 4029 Punkten um und bei auf der oder in der unteren Grafik. Sehen Sie mal das Earnings Revision Sentiment, also praktisch das, was hier kommt an Revisionen, Gewinnrevisionen nach unten, und das dürfte sich in dieser Woche dann fortsetzen. Wie gesagt, es sind eher Werte aus der zweiten Reihe, die in dieser Woche berichten. Und wenn wir generell zur Konjunktur kommen, dann müssen wir auch mal auf den Konsumenten schauen, der ja seine Kreditkarten weiter ausreizt, massive Anstiege praktisch der Verschuldung bei Kreditkarten. Auf der einen Seite durchschnittlich beträgt die Zinsbelastung für die Amerikaner 20%, das muss man sich vorstellen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass eben die Sparvolumina immer weiter runtergehen. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor einen relativ engen Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenquote von 3,5%. Das ist extrem niedrig.
Wir sehen, dass Millionen von Amerikanern sich aus der Arbeit verabschiedet haben, die eigentlich arbeiten könnten, aber nicht mehr wollen oder nicht mehr müssen. Und dadurch ist immer noch eine gewisse Arbeitsknappheit da oder ein gewisser Arbeitskräftemangel da, der dazu führte, dass eben letztendlich hier Druck auch auf der Lohnseite eben der Fall ist. Und das ist das, was die Fed befürchtet. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel uns etwas wie Gold angucken, das ja zuletzt sehr, sehr gut gelaufen ist, über die Marke von 1900 ausgebrochen ist. Aber wir vergleichen das mal mit den sogenannten Real Rates, also den Realrenditen. Das sind also die Renditen minus Inflationserwartung. Und hier sehen wir, normalerweise läuft Gold und diese Real Rates parallel. Jetzt haben wir einen riesen Gap. Also einer täuscht sich, entweder die Real Rates oder Gold. Ich glaube, dass Gold jetzt im kurzen Zeitfenster ein Problem bekommen wird. Ich bin durchaus dem gelben Metall übergeordnet freundlich gesonnen, aber ich würde es jetzt eben tradingtechnisch auf keinen Fall mehr auf die Longseite nehmen. Ich persönlich, aber sei es drum, die Märkte insgesamt sind ja gegen den Dollar positioniert. Das ist jetzt der Favorite Trade der Hedgefonds für viele andere, die sozusagen gegen den Dollar wetten, weil sie sagen, naja, die Fed hat bald fertig mit der Zinsanhebung. Dementsprechend ist das eben auch ein Teil dieses Bildes, wo man sagt, naja, wir gegen die Fed ist schwach, wir werden die Fed besiegen, die Fed wird die Zinsen nicht mehr großartig weiter anheben, sie wird sie bald senken, also wetten wir auch gegen den Dollar. Im EZB-Raum ist es so, dass man davon ausgeht, dass die Zinsen noch auf 3,25% steigen, bevor dann im Juli die Zinsen wieder gesenkt werden, weil wahrscheinlich eben die Konjunktur auch durchaus Probleme bekommen wird. Und das könnte auch an China liegen. Hier sehen wir mal neue Daten, etwa zu chinesischen Hauspreisen. Die sind wieder gefallen im Dezember. Ich glaube, das ist der 13. Monat. In Folge mit rückläufigen Hauspreisen minus 0,25% zum Vormonat. Jetzt wird China in dieser Woche das BIP aus dem vierten Quartal melden. Da darf man schon sehr, sehr gespannt sein, was sie sich einfallen lassen, um zu kaschieren, dass die Wirtschaft wahrscheinlich geschrumpft ist, was übergeordnete Satellitendaten zum Beispiel nahelegen. Und wenn wir in Asien sind, dann bleiben wir gleich mal in Japan, nicht wahr? Da hat jetzt wieder die Bank of Japan Anleihen massiv kaufen müssen, weil ihre Grenze, ihre Yield Curve Control nicht mehr funktioniert. Die 10-jährige US, nicht US, sondern japanische Anleiherendite auf 0,51% gestiegen. Bei 0,5 hat ja die Bank of Japan jetzt eine Grenze gesetzt. Vorher war es 0,25. Und dann musste man dem Druck nachgeben der Märkte, jetzt auf 0,5 angehoben. Also auch das ist in gewisser Weise ein Unfall in Zeitlupe. Und dieser Unfall in Zeitlupe, meine Damen und Herren, der gilt auch für die deutsche Wirtschaft. Wir erleben jetzt eine Zeitenwende auch bei der deutschen Industrie. China hat uns beim Export von Autos erstmals überholt, vor allem BYD sehr stark im Elektrobereich. Elektroautos können alle, Verbrenner konnten Deutsche besonders gut. Damit ist man sozusagen seine Kernkompetenz los in gewisser Weise. Jetzt also nur noch Nummer 3 sind wir Deutsche. Wir sehen eine Stimmungseintrübung. Es gibt ja das sogenannte Edelman Trust Barometer, das jetzt neu rausgekommen ist. In Deutschland ist es so pessimistisch, was die Wirtschaft betrifft, für die nächsten 5 Jahre wie noch nie zuvor. Man liegt nur noch vor Frankreich und Japan. Also drittletzter Relegationsspiel gegen den dritten der zweiten Liga dürfte dann auf uns zukommen, wenn wir das jetzt mal im Fußballbereich thematisieren würden. Und das liegt natürlich daran, dass eben zum Beispiel die Leute merken, naja, so unsere Kernkompetenzen, unsere starken Bereiche, wo wir stark waren wie Autoindustrie, das wird deutlich schwächer, das lässt nach. Und die Leute merken natürlich, hups, wir haben hier ein kleines Energieproblem, wir kloppen uns ja mit den Dänen um den teuersten Strompreis weltweit. Im Juni 2022 waren die Dänen vor uns. Ich denke, jetzt haben wir die Dänen wieder überholt. Wir haben jetzt also diese Energiewende, die wird, naja, zwischen 500 Milliarden Euro und 3 Billionen kosten bis 2050. Das entspricht im Durchschnitt 0,4 bis 2,5% des deutschen Bruttoinlandsprodukts.
Und wir sehen, wie erfolgreich das ist. Also unsere Kosten gehen nach oben, gleichzeitig der CO2-Ausstoß geht auch nach oben. Wir sind jetzt Nummer 2 in Europa hinter Polen. Also man sieht, das funktioniert hervorragend, ist extrem effizient. CO2-Ausstoß geht nach oben, was ja eigentlich nicht so richtig die Absicht war. Gleichzeitig sind die Kosten massiv gestiegen. Also der Wirkungsgrad unserer Maßnahmen tendiert gegen minus 20. Aber keiner hinterfragt dieses Mantra. Man denkt sich, man verkauft Hoffnung. Ja, wird schon irgendwie. Man spricht dann von gewaltigen Herausforderungen und setzt auf das Prinzip Hoffnung, statt auf das Prinzip Pragmatismus und Vernunft zu setzen. Und so, wie Vince Ebert hier sagt, sind viele Klimaaktivisten im Grunde komplett im Mainstream angekommen. Thunberg gestern interviewt worden, etwa bei Anne Will, da dürfen dann praktisch diese Herrschaften sich permanent äußern. Das ist im Grunde schon absoluter Mainstream. Ich glaube, bei den Journalisten wählen 57% die Grünen, also dementsprechend die Berichterstattung wird alles gar nicht mehr hinterfragt. Wir müssen jetzt, wenn nicht, dann geht die Welt sofort unter. Dabei hat Deutschland einen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß von 1,8%. Also ob wir jetzt etwas machen oder nicht, ist vergleichsweise unwichtig. Wichtig ist das, was die großen CO2-Emittenten, nämlich China und Indien, machen. Da fällt die Entscheidung und wir täten gut daran, möglichst Technik zu entwickeln, Forschung zu entwickeln, die genau hier ansetzt, nämlich dass die anderen nicht so viel in die Luft blasen, weil wenn wir uns selbst kasteien und sagen, wir fallen das auf null runter, auf Kosten der deutschen Wirtschaft, die wir gleich mit gegen die Wand fahren, dann sind wir zwar moralisch wieder ganz weit vorne, aber ökonomisch ganz weit hinten. Hier mal ein Vortrag, ein 7-Minuten-Vortrag eines Briten, der genau das so dermaßen knallhart und rhetorisch brillant auf den Punkt bringt, will ich Ihnen mal empfehlen. Habe ich auf Twitter gefunden, diese Rede, eine der besten Reden vielleicht der letzten Jahrzehnte, mit Humor, mit Sarkasmus, aber die Dinge genau auf den Punkt bringen. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, ich packe Ihnen den Link zu diesem Tweet unter das Video, sodass Sie das anschauen können. Dann Energiekrise. Zweite Empfehlung, ist die deutsche Industrie aus dem Gröbsten raus. Wir haben das Glück gehabt, dass der Winter sehr warm ist bisher. Jetzt wird es allerdings etwas kälter. Dann dritte Empfehlung, was macht eigentlich der DAX? Da gibt es erste Warnsignale, wie mein Kollege Stefan Jäger schreibt, kommt jetzt die überfällige Korrektur. Das war Empfehlung Nummer 3 und Empfehlung Nummer 4, meine Damen und Herren. Das ist dieser Artikel von Wolfgang Müller, das große Picture an den Märkten. Die Märkte wollen nach oben, die Fed aber sagt, tut es nicht. Jetzt hat Richard Clary da kürzlich gesagt, ja, also wenn die Märkte nicht auf uns hören wollen, dann müssen wir die Zinsen noch weiter anheben als 5,25%. Clary, der ehemalige Vizechef der Fed, aber immer noch jemand, der natürlich genau weiß, wie die Fed denkt, der in Kontakt mit den Kollegen steht. Also das ist ein epischer Kampf, das Game of Chicken, das hier abläuft. 4 Empfehlungen, meine Damen und Herren, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao. Marco Flüster heute wahrscheinlich etwas früher, weil die Amis ja heute nicht aufhaben. Servus, Ciao.